gestern Montag nach meinem Urlaub natürlich direkt mal die vergessen, die Blende abzumachen. Ja, bin schon wieder pitschepatsche nass. Hab gerade aufgesattelt. Hab den Dreieckser drauf. Damit fahre ich jetzt nach Oppenheim rüber und hol dort unsere Laderaupe. Ja, direkt am ersten Tag. Dann wieder hoch nach Kietrich. Ich freue mich. Direkt hinter der Tankstelle. Aua. Ach, geht für mich recht rein. Da ist es schon, die Tanke. Auch sowas. Ne? Warum muss ich mit dem Fahrrad auf eine gute Straße fahren morgens? Meine Uhren waren. Ich muss nach Lampertheim rüber. War so ein kleiner Schotterweg und da drüben haben wir dann die Laderaube hingestellt.
damit. Gleich. Ich roll hier jetzt gerade Kaiserslautern rein. Mal gucken. Die Baustelle ist in einer Fußgängerzone. Da muss ich reinfahren. Fröbelstraße. Da haben wir mal unseren KMC rein geschafft. Mein Kollege und ich zusammen. So, hier unten muss ich jetzt rechts abbiegen. Kloschersloß ist die Adresse. Aber Kanalschloss wäre halber. Ei, ei, ei. Das war echt nicht mehr, was ich da noch sah.
bin dann einmal um den Block gefahren, habe dann dort den Bagger geladen, einen R29 Gummikettenbagger, und der ging dann rüber nach Sambach ins Neubaugebiet. Das habe ich dann gemacht, und danach habe ich noch einen Bagger nach Imsweiler an die Tunnelbaustelle gefahren. Ja, abends 17:30 Uhr. Ich war jetzt eben noch mal in Sambach oben auf unserem Lagerplatz. Hab ein DX, sorry, ein DX300 geladen. Da war es los hier, Corona. Und den fahre ich jetzt noch schnell hier an die Tunnelbaustelle, dass die morgen früh gleich loslegen können. Der Kollege bringt auch noch eine Planierraupe runter. Hat gerade angefangen zu laden. Geil.
War das recht stramm, aber gut, okay, war der Tag heute, morgen früh weiß ich noch nicht, was Sache ist, in, wo ich heute Morgen war, Oppenheim, Sprecher und Backe sollen wohl fertig werden, ja, mal gucken, wie ich das mache, Sprecher werde ich ja dann alleine holen müssen, aber warten wir jetzt mal ab. Freitag habe ich eine Liebherr-Tour irgendwo in der Nähe von Sinsheim, irgendein Steinbruch. Gucken, vielleicht fährt die Schnecke noch mal mit. Hat diese Woche noch Urlaub. So. Dann bis morgen früh.